Fremdenführer Jens Graf fährt gern Urlaubsgäste mit seinem Kleinbus durch die versteckten Orte der Rhön. Die Rhön an sich ist in den letzten 20 Jahren sehr bekannt geworden. In ganz Deutschland gibt es Leute, die die Rhön noch nicht kennen, aber ich denke, es werden immer weniger. Die Gesamtrhön macht also Werbung auf den Messen und wenn Sie in Urlauber hier sind, dann sind Sie in der Rhön. Punktum. Und dann kann man vielleicht mal überlegen, ja, bin ich denn jetzt in Bayern oder Hessen oder Thüringen? Dann sind diese Highlights viele in Hessen und Bayern. Dass Thüringen noch nicht ganz so bekannt ist, die Thüringische Rhön nicht so bekannt ist, naja, wir arbeiten dran. Die Thüringische Rhön versucht touristisch gegen Wasserkuppe und Kreuzberg aufzuholen. Die Region ist vor allem etwas für Naturliebhaber. Am 1. Oktober 1990, also 3 Tage vor der Wiedervereinigung, erklärte die noch DDR die Thüringische Rhön zu einem Biosphärenreservat. Die Bundesländer Bayern und Hessen zogen nach. Das Instrument macht einen infernalischen Lärm und nennt sich Teufelsgeige. An einem Wanderstock wurde alles befestigt, was irgendwie Krach macht. Das ist ein Waschbrett, eine Büchse, ein Teufelskopf obendrauf. Eine Glocke, all das, was sie eben hatten, wurde dazu verwendet. Eleonora Hartmann führt eine Besuchergruppe durch das Karolinenheim. So heißt das kleine Heimatmuseum von Frankenheim in der Thüringischen Rhön. 750 Meter über dem Meeresspiegel. Frankenheim ist damit die höchstgelegene Gemeinde in der Rhön überhaupt. Es war immer schon ein sehr armes Dorf, erzählt die Fremdenführerin. Da gab es schon Pläne, ganz Frankenheim sollte nach Amerika ausgesiedelt werden, weil die Armut so groß war. Da ist eine Epidemie ausgebrochen, man hatte keine Ärzte, kein Essen und dann katastrophale Wohnverhältnisse. Die Lebensbedingungen waren wirklich ganz schlecht, Wasser sicher nicht sauber. Die Leute hatten keine Toilette, da ging man auf die Miste. Der Abort war der Misthaufen. Die Namen der umliegenden Orte sprechen für sich. Kaltennordheim, Kaltenwestheim, Kaltensundheim, Kaltenlengsfeld. Dort ist es tatsächlich immer ein paar Grad kälter. Grund? Die Orte liegen in einer Senke. Oft weht die warme Luft einfach über sie hinweg. Das Karolinenheim zeigt anschaulich, wie die Menschen mit den Schweinen unterm Bett lebten, um die Wärme der Tiere für sich zu nutzen. Auch von Alltagsgeräten wie Waschbrett und Bügeleisen können sich die Besucher ein Bild machen. Beeindruckend. Also aus der heutigen Zeit beeindruckend, dass das überhaupt so ging. Dass man mal sieht, wie die Menschen früher gelebt haben, was wir uns ja heute so gar nicht mehr vorstellen können. Alles Elektrizität, was wir heute haben, Waschmaschine. Weil meine Mutter hat das früher so noch benutzt, das Waschbrett. Sie hat auch diese Mangel, die hier steht, benutzt. Man weiß, wie schwer das war mit dem Reiben, die Wäsche hin und her reiben. In den Höhenlagen der Rhön wächst weniger Getreide, deshalb die Armut. In Heimarbeit fertigte man zum Beispiel Körbe. Frankenheim war berühmt für seine Peitschen aus Weiden und Eschenholz. Da saßen dann viele Familienangehörige da und haben das hergestellt. Die Kinder saßen in den Hobelspänen, die wurden auch dann zum Heizen verwendet. Das war ein Haupterwerbszweig und vor allen Dingen auch noch bis, also in den 60er Jahren war hier eine große Firma, ein Betrieb, der hat die Peitschen noch hergestellt. Da waren viele Männer beschäftigt. Die Peitschen sind in sich gedreht, damit sie stabiler sind. Besucher aus der Bayerischen Rhön können sich noch daran erinnern, wie die Frankenheimer früher kamen, um ihre Peitschen im Dorf zu verkaufen. Sie haben immer gesagt, die Bergsfranken, wir kommen wieder. Und dann haben sie natürlich auch einen getrunken, da waren sie gut drauf. Ne? Da weiß ich nichts, aber ich weiß von Christbaumschmuck, hat meine Mutter das gekauft. Zu DDR-Zeiten lag Frankenheim im grenznahen Sperrgebiet. Man durfte nur noch mit Passierschein kommen. Die Menschen im Dorf waren abgeschnitten. Aber, erzählt Museumsführerin Hartmann, es gab Bananen. Die gab es zwar nicht so oft, weil ja viele sagen Bananen. Das war ja immer so ein Symbol auch für Westdeutschland. Ne? Warum? Weil das Grenzgebiet doch besser beliefert worden war. Der Rhön-Rennsteigweg ist fast 90 Kilometer lang. Der Wanderweg führt von Oberhof im Thüringer Wald über die Hohe Geber bis zur Wasserkuppe in der Hessischen Rhön. Etwa eine Woche braucht man für diese Strecke. Die Geber, oder auch Hohe Geber genannt, ist mit 751 Metern der höchste Berg in der vorderen Thüringischen Rhön. Von dem baumlosen Plateau der Hohen Geber lässt der Landschaftsführer Jens Graf den Blick weit über die Rhön schweifen. Also wir sehen erstens einmal den markanten Berg Kreuzberg am Fernsehsender. 1951 ist seitdem dort der Bayerische Rundfunk. Dann weiter über das Plateau der Hohen Rhön, Naturschutzgebiet Lange Rhön genannt, sieht man den Heidelstein, Fernsehsender 926 Meter. Noch weiter rechts dann Wasserkuppe, 59 Meter.
an der Kuppel immer gut zu erkennen. Die Radarkuppel auf der Wasserkuppe ist noch ein Relikt des Kalten Krieges. Hier hatte die US-Armee und später dann die Bundeswehr ihren Horchposten. Mit dem Radar konnte das Militär den Luftraum bis nach Polen ausspähen. Umgekehrt spionierte die Sowjetarmee hier auf der Geber den Westen aus. Der 76-jährige Werner Wachenborn erinnert sich. Bis nach Frankfurt, Frankreich, wenn die Flugzeuge hoch sind und so weiter. Und das hatten die alles hier in ihre Radarschirme drin gehabt. Auf die andere Seite war die Wasserkuppe, die haben wieder darüber geguckt, was da hier sich bewegt. Anders als die Amerikaner mit ihren fest installierten Radarkuppeln, hatte die Sowjetarmee mobile Radaranlagen auf schweren Lastwagen. 120 Soldaten und 20 Offiziere der Roten Armee taten hier ab 1961 ihren Dienst. Anfangs hausten sie nur in Zelten, später in Holzbaracken und Steinhäusern. Fünf der einst 25 Militärbaracken stehen. Hier war die Küche für die Soldaten und Offiziere. Und die Soldaten haben extra gegessen und die Offiziere haben hier einen Nebenraum gehabt, wo sie eben gegessen, war alles gefliest und so weiter, war schon sauber ausgebaut alles. Sogar ein Hubschrauber mit 30 Mann Besatzung war hier stationiert. In der DDR war die Geber für Deutsche gesperrt. 1991 zog das Militär ab. Heute sind hier ein Ausflugslokal und ein Infozentrum über den Naturschutz in der Rhön. In dem kuriosen Sowjetmuseum Druschba, zu Deutsch Freundschaft, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Lenin guckt noch von der Wand, russische Orden baumeln an Uniformjacken, ein DDR-Grenzpfosten trägt Hammer und Sichel. Mitten in einem Getreidefeld taucht plötzlich ein Friedhof auf. Das eingezäunte Gelände ist nicht größer als ein Hausgarten. Viele Gräber sind schon eingestürzt, die Grabsteine liegen daneben, die Inschriften sind verwittert. Hier stand einst das Dorf Schmerbach. Die Häuser wurden zur DDR-Zeit nach und nach dem Erdboden gleichgemacht. Der 68-jährige Gerhard Kranich ist noch in Schmerbach geboren. Nach der Wende kam er zum ersten Mal wieder her. Alles zugewuchert hier und alles geschleift, nur noch Trümmer. Ja, das war schon schlimm. Und das waren eigentlich die schlimmsten Augenblicke, als man nach so langer Zeit wieder hierher kam. Schmerbach hatte einmal 50 Einwohner. 1974 mussten die Letzten das Dorf verlassen. Gerhard Kranich wohnte dann gar nicht weit weg von hier. Aber das Grenzgebiet war für DDR-Bürger tabu. Schmerbach stand einfach zu nah an der Grenze zu Bayern. Nur 50 Meter waren es von den Häusern bis in den Westen. Es gab hier an diesem Punkt auch einige, man nannte es Grenzdurchbrüche zu DDR-Zeiten, Republikfluchten. Hier an diesem Ort auch, man kam eben direkt bis zur Grenze ran. Woanders war eben Wald, hier konnte man direkt ranfahren. Vom Dorf blieb nur noch ein Trafohäuschen, das die Signalanlagen am Grenzzaun mit Strom versorgte. Schmerbach ist kein Einzelfall. Etliche Dörfer und Häuser an der Grenze mussten weichen. Die ehemalige Dorfstelle Schmerbach liegt nahe des Ortes Helmershausen. Der Friedhof ist über einen kurzen Fußweg zu erreichen. Der Weg ist ausgeschildert.